Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldaten? Delmico. Del. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, Ma'am. Räumt den Bereich. Hier muss alles sicher sein. Jawohl, Prinzessin. Wird gemacht! Wir halten den Sturmtruppen ein! Versorgen die Relais die ganze Stadt mit Energie? Ja. Bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann Zeed das Imperium nicht aufhalten. Transport! Da geht's nirgends hin!
ein weiteres Relais ist so gut wie aktiviert. So gut wie? Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche Zeit. Ich glaube an Sie, Schwimm. Freut mich, denn es ist einer. Down. Los geht's. Prinzessin, schlechte Nachricht. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Können nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Rücke vor! Ah, okay, jetzt wird die Sache langsam. Sie sind dran, Dell. Los geht's. Prinzessin, schlechte Nachricht. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Können nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Moment. Moment, das
Ionenimpulszentrum. Wie bitte? Die Königin hat vor den Klonkriegen zum Schutz von Naboo einen Ionenimpuls eingerichtet, der jede Bedrohung außerhalb des Palastes ausschaltet. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Ja, Ma'am. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Sicherheitsprotokolle sind überraschend komplex und veraltet. Wir geben Ihnen Zeit, wird aber nicht viel sein. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. An unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel.
Leite Detonationssequenz ein. Rein in den Palast. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Kairisian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich habe gesehen, was Sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht... Und wegen... der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Ma'am. Senatorin Organa ist eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Hey, Mas. Gib mir noch ein paar Grenzlinge. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Yomark hat's den Langstreckenkommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst... Ihr zwei habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookies auf Kashyyyk zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon, hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät. Und meine Gäste hier werden immer gesprächiger. Danke, Mas. Ich schulde dir was. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht.